Das Bad am Samstagabend. Hier sieht man Bruder Franz und Fritzen zu zweit in einer Wanne sitzen. Die alte Lene geht, und gleich da treibt man lauter dummes Zeug, denn Reinlichkeit ist für die zwei am Ende doch nur Spielerei. Jetzt will der Franz beim Untertauchen nur seinen einen Finger brauchen. Natürlich läuft ihm was ins Ohr, dem Franz kommt dieses lustig vor. Das ärgert aber Bruder Fritzen, drum fängt er an, den Franz zu spritzen. Doch der mit seiner großen Zehe tut Fritzen an der Nase wehe. Dafür taucht Fritz den Kopf ihm nieder, was so im Wasser sehr zuwider. Franz aber zieht an Fritzens Bein, der zappelt sehr und kann nicht schreien. In Mund und Auge Zorn in Brand greift jetzt die rachbegierige Hand. Die Wanne wird zu enge für dieses Kampfgedränge. Perdatsch! Die alte brave Lene kommt leider grad zu dieser Szene. Sie spricht voll Würde und voll Schmerz. Die Reinlichkeit ist nicht zum Scherz. Und die Moral von der Geschichte? Bad zwei in einer Wanne nicht. Ende von Das Bad am Samstagabend.